Wogegen werden wir diese spirituelle Schlacht kämpfen? Ich sage, es werden vor allem innere Dämonen sein, die in der Psyche der Menschen sind. Und diese Dämonen werden gehärtete Egos sein mit negativem Wissen, emotionaler Gedankenkontrolle und die Angst vor wahrer Freiheit. Das Konzept des negativen Wissens ist, dass jemand behauptet, es schon zu wissen. Sie wollen sich etwas nicht ansehen, weil sie behaupten, dass sie wissen, was läuft. Es ist die Illusion von Wissen. Der größte Feind wird nicht Ignoranz sein, sondern die Illusion von Wissen. Die Leute erkennen die Wahrheit nicht. Es ist nicht nur, dass sie die Wahrheit nicht erkannt haben, sondern sie glauben an all die Sachen, die nicht wahr sind. Das bringt sie ins Negative. Das heißt, sie müssen daran arbeiten, wieder auf Null zu kommen. Daher nenne ich es negatives Wissen. Sie müssen hart daran arbeiten, ihren Geist leer zu bekommen, um Gutes aufzunehmen. Viele Leute sind in dem Zustand und am häufigsten sind es die, die überintellektuell sind. Die extrem dominante linke Hemisphäre, das linksseitige Gefängnis. Gefühlsmäßige Gedankenkontrolle ist der zweite innere Dämon. Ich erlebe das ständig bei Leuten, mit denen ich zu tun habe. Sie haben das dicke Fell nicht, um mir zuhören zu können. Was Art in seinem Vortrag sagte, in den alten Traditionen wurde gesagt, bewahrt das Fleisch für die starken Männer auf und gebt die Milch den Babys. Ich bin nicht hier, um die Babys zu überzeugen. Dafür habe ich keine Geduld. Ich habe die Energie nicht dafür. Ich möchte die anderen Lehrer stark klar bekommen, die möglicherweise dafür die Energie haben. Denn das ist nicht mein Ding und dabei bin ich absolut ehrlich zu euch. Ich bin nicht hier, um das zu tun. Ich will die Leute, die fast da sind, zum Ziel bringen, damit sie es weitergeben können. Sie werden diejenigen sein, die mit solchen Leuten zusammenarbeiten, aber nicht ich. Ich bin nur ehrlich. Gefühlsmäßige Gedankenkontrolle kommt in vielen Formen. Das ist die New-Ager-Variante hier. Wenn es unangenehm ist, dann will ich es nicht hören, ich will es nicht sehen und ich will es sicherlich nicht anderen erzählen. Ich werde es einfach ignorieren und es wird vergehen. Wie ist es, wenn man das bei einer Krankheit oder einem Problem macht? Wird es besser? Es wird schlimmer. Das ist die zweite Variante. Viele haben ein Problem mit der Wahrheit, weil sie die Art und Weise nicht mögen, wie sie präsentiert wird. Ich werde meinen Stil nicht ändern und ich persönlich mag meinen Stil. Ich sehe kein Problem damit, wie ich was präsentiere. Wenn ich mir meine Präsentationen ansehe, dann klopfe ich mir nicht ständig auf die Schulter, aber ich bin stolz darauf, wie ich es gemacht habe. Und ich denke, es war gut. Ich gebe zu, dass mein Stil eher für diejenigen ist, die ein dickes Fell haben und nicht für die Sensiblen. So soll es sein. Die versuche ich auch nicht zu erreichen. Ich will die Leute erreichen, die es wirklich begreifen, die können es an die Masse weitergeben. Die hübsche Nachrichtensprecherin kann dir süßen Unsinn die ganze Nacht ins Ohr flüstern. Mit den blauen Frequenzen hinter ihr sagt sie, 2 plus 2 gleich 5. 2 plus 2 gleich 5. Und sie bekommt eine Menge Leute dazu, diesen Unsinn zu glauben. Aber bei der Person, die dir die Wahrheit sagt, vielleicht magst du seine Stimme nicht, vielleicht findest du die Härte, wie sie rübergebracht wird, unangenehm. Vielleicht schreit er dich durch eine Flüstertüte an und brüllt, du bist in Gefahr. Wir müssen was tun. Wir haben nicht alle Zeit der Welt und du sagst dir dann, mir gefällt das nicht, wie er das sagt. Das kommt negativ rüber. Er will nur Angst machen und sich wichtig machen. Man hört nicht auf den Inhalt, die eigentliche Information. Manche sagen, mir gefällt die Art, wie er sagt, oder der Tonfall nicht.
Hat das irgendeinen Einfluss darauf, ob die Information wahr ist oder nicht? Die Leute in diesem Geisteszustand sind unter gefühlsmäßiger Gedankenkontrolle. Sie meinen, dass man den Wahrheitsgehalt einer Aussage daran bemessen kann, wie es sich anfühlt. Und das ist ein logischer Trugschluss. Das geht so nicht. Ich sage nicht, dass man nicht auf seine Gefühle hören soll, denn sie sind sehr, sehr wichtig. Aber man kann nicht mit den Gefühlen denken. Sie sind ein Kompass für Moral in unserem Leben. Sie sind der Kompass für unser Verhalten. Aber man kann die Informationen nicht verarbeiten oder den Wahrheitsgehalt mit seinen Gefühlen bemessen. Man muss mit dem Gehirn denken, am besten mit beiden Hemisphären, mit echter Intelligenz, um das zu filtern und herauszufinden, ob es wahr ist oder nicht. Ganz egal, ob dich jemand mit einer sanften Stimme belügt oder dich einer mit einer unangenehmen Stimme darauf hinweist, dass 2 plus 2 gleich 4 ist. Egal wie sanft die Stimme und das Outfit der Dame ist oder wie man es dir präsentiert, wird die Aussage auf der linken Seite, niemals wahr machen. Aber die meisten Leute ziehen es vor, wenn es in einem angenehmen Ton präsentiert wird. Die Wahrheit ist aggressiv. Die Wahrheit ist, durch seine eigene Natur, im Krieg mit den Kräften der Falschheit und der Täuschung. Bertolt Brecht. Wir glauben wörtlich, dass es unser Recht ist, einer wahren Nachricht ignorant gegenüber zu bleiben, wenn der Überbringer der Nachricht uns nicht passt. Ich behaupte, dass das ein Symptom von absolutem Wahnsinn ist. Dieses anonyme Zitat habe ich in einem Online-Forum gefunden. Das hier ist ein echtes Juwel der Wahrheit. Es ist ein Anzeichen von Wahnsinn, wenn wir eine Wahrheit ablehnen, nur weil wir die Art, wie sie uns gesagt wurde, nicht gefällt. Das ist gefühlsmäßige Gedankenkontrolle, ein großer Teil meiner Arbeit, was ich versuche, Leuten beizubringen.